Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum SCB-Verse Report. Das ist aber kein normaler SCB-Verse Report. Nein, diesmal geht es um das Event dieser Woche. Das Event dieser Woche, die Gamescom in Köln. Vom 17. bis zum 21.8. wird die stattfinden. Und wer ist dabei? Wir! Genau, ja, und zwar sind wir mit einem ganzen Team dabei diesmal. Das heißt nicht nur zu dritt, sondern wir sind tatsächlich 6 Leute, die für euch auf die Gamescom fahren, um von dort aus zu berichten. Ja, und wer ist dabei? Dabei sind Sawyer, Weezen, Dozer, Cecilia, Westem und Skyline. Genau, alle 6 sind für euch auf der Gamescom unterwegs. Dabei werden sich natürlich Weezen, Dozer und ich vornehmlich um die Kamera und entsprechende Tonausrüstung kümmern. Wir werden also schöne Bilder machen, wir werden Interviews machen, wir werden insgesamt versuchen, einfach mit Vlogs und festgedrehten, sozusagen richtigen Matzen für euch das Ganze einzufangen und damit dann auf den Channel zu stellen. Das kann natürlich immer noch ein bisschen dauern, bis wir mit der Postproduktion durch sind. Das heißt, es wird nicht sofort live passieren. Dafür haben wir unser Team dabei, nämlich mit Cecilia und Westem. Genau, wir überbrücken nämlich diese kleine Lücke, indem Westem und ich euch über die Social-Media-Kanäle versorgen. Wir werden euch mit kurzen Vlogs, Interviews, Fotos, kleinen Streams, kleinen Snaps versorgen und auf dem Laufenden halten. So ist es, ja. Und Skyline ist ganz besonders wichtig, denn die ist von SCB dabei, damit wir eine Produktionsassistentin haben, die immer weiß, wo es lang geht, die immer weiß, wo wir als nächstes hin müssen, wie ist der nächste Termin, wo ist das nächste geplant. Das heißt, die wird tatsächlich mit der sprichwörtlichen Kladde um uns herumlaufen und dann werden wir alle der hinterherlaufen. Denn im Grunde genommen hat sie den Plan und den Hut auf. Das heißt, da schon mal ein großes Dankeschön dafür und das wird eine sehr, sehr coole Sache, weil wir diesmal genau wissen, wo wir wann sein wollen. Und das werden wir euch jetzt nämlich noch ein bisschen mitteilen. Wir kommen nämlich jetzt zu den Einsatztagen, nämlich da, wo wir uns dann aufhalten. Ja, Dienstag ist der Anreisetag. Das heißt, wenn ihr dieses Video hier seht, werden wir wahrscheinlich gerade on the road nach Köln sein. Dann fange ich gleich noch mit dem Mittwoch an. Der ist nämlich gerade nicht so spektakulär. Das ist dann der Medien- und Fachbesuchertag. Da werden erstmal nur Weezen, Dozer und ich unterwegs sein. Wir werden uns akklimatisieren auf der Gamescom, mal ein bisschen umgucken, wo was ist. Natürlich schon mit den ersten Leuten sprechen und den ein oder anderen Gesprächstermin haben wir da auch. Aber da werden nicht allzu viele Updates von unserer Seite kommen. Ein schöner Tagesbericht am Ende. Aber richtig los geht's dann am Donnerstag. Am Donnerstag sind wir alle dabei. Ja. Und was machen wir alle am liebsten? Kind sein und spielen. Spielen, spielen, spielen. Und genau das werden wir am Donnerstag tun. Und weil es so schön war, dann auch noch eigentlich am Freitag. Ja, genau. Und wir werden spielen, wir werden uns die neue Techniken angucken, die es gibt, neue Gameplays von Retro-Games auch, alte, die ins Neue übertragen werden. VR, AR, alles, was da so keucht und fleucht und neu ist auf dem Spielemarkt, das werden wir uns alles anschauen am Donnerstag und am Freitag. Und am Freitagabend? Genau, da ist dann das Cloud Imperium Games Event, das CIG-Event zur Gamescom ist ja Freitagabend. Da wird das ganze Team da sein, das heißt, wenn ihr da hinkommt, werdet ihr uns auf jeden Fall dort sehen. Wir werden auf jeden Fall zu 6 dort antreten und uns hoffentlich von der Präsentation von den Füßen fegen lassen. Da freuen wir uns nämlich schon sehr drauf, euch mit euch da zusammen zu feiern und zu jubeln und zu gucken, was uns Cloud Imperium Games und Star Citizen da so alles präsentieren wird. Ganz klar zur Info für euch, wenn ihr nicht dabei sein könnt, es wird ja das CIG-Event auf jeden Fall live übertragen, das heißt, auf dem Star Citizen Twitch-Channel könnt ihr das verfolgen und außerdem wird es auch von den Messetagen selber vom Stand noch selber Streamings geben, das heißt, da könnt ihr auch dann zuschauen, was gerade auf dem Stand abgeht. Wo waren die nochmal? In Halle 2.2 und Halle 9.1. Stimmt. 2 sind auf jeden Fall momentan angesagt. Wir werden noch mal gucken, wo dann die Hauptpräsenz ist. Das kann sich immer noch mal ein bisschen ändern bei den Plänen. Lassen wir euch dann wissen. Und das werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren. Und apropos wissen lassen, das ist jetzt nämlich das nächste Thema. Wie könnt ihr dranbleiben, während wir da auf der Gamescom für euch herumschlummern? Ja, ihr könnt dranbleiben, indem ihr einschaltet auf die Social-Media-Kanäle. Und wie ihr das von uns schon gewohnt seid, auf jeden Fall bei Google+, bei Facebook, ne? Unter Crash Academy sind wir zu finden. Die Tagesberichte, wie gesagt, die Vlogs, Zusammenfassungen. Außerdem mit tollen Fotos auf Instagram oder auch auf Twitter. Genau, richtig. Also da könnt ihr uns wirklich das volle Portfolio, egal wo ihr angemeldet seid, wo ihr einen Account habt, ihr kriegt auf jeden Fall etwas mit, wenn ihr uns da followt. Werdet ihr dafür
sorgen, dass die Leute immer gut informiert sind, ja, was wir gerade wie machen. Wir ballern euch zu mit Infos. So ist es, genau. Und übrigens, die Patreon-Supporter unter euch mal ganz besonders aufgemerkt, ihr solltet mal während dieser Zeit ein bisschen die Wall im Auge behalten von Patreon. Also da werden wir interne Infos, auch ein paar vielleicht Features noch dazu rausgeben, was ihr normalerweise nicht auf den Social-Media-Kanälen sehen würdet. Und vor allem werden wir euch einen Zeitpunkt, einen Termin nehmen, wo ihr gerne, wenn ihr da seid und vor Ort seid, zu einem Meet and Greet mit uns findet. Also das wäre ganz schön. Da wollen wir euch ein bisschen für eure Unterstützung belohnen, dass ihr wirklich ein Meet and Greet mit uns habt, was nur ihr über Patreon erfahrt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ansonsten können wir noch sagen, wie gesagt, wir werden natürlich viel filmen, wir werden viel aufnehmen und gucken, was wir dann wie schnell auch hochladen können. Kann sein, dass sich ein paar Sachen auf die nächste Woche verschieben, weil wir eben ein bisschen länger für die Postproduktion brauchen. Ja, und zum Beispiel Interviews, genau, ne? Die Interviews würden wir euch dann auch übersetzen auf SCB, wie wir das auch auf der CitizenCon zum Beispiel gemacht haben. Genau, so ist es. Übrigens haben wir noch vergessen den Samstag und den Sonntag. Sonntag ist schon klar, ist unser Abreisetag. So, ja, Samstag wollte ich noch dazu sagen, werden wir unter Umständen auch auf der Gamescom sein. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das kommt ein bisschen darauf an, ob wir alles an Footage gesammelt haben, was wir haben wollten. Und wie lange das CIG-Event ging. Das kann ich schlafen auch erstmal aus. Richtig, ein bisschen ausschlafen wird auf jeden Fall sein. Und dann können wir mal gucken, ob wir uns vielleicht noch irgendwo sehen. Wie gesagt, wenn ihr auf der Gamescom seid, Donnerstag, Freitag sind die besten Tage. Da seht ihr uns in strahlend weißen T-Shirts durch die Gegend extra rennen. Extra frisch gewaschen. So ist es, genau. Und ich hoffe, ihr tippt uns an und sagt, hey Leute, und dann... Genau, ja, richtig. Ja, genau. Also wir würden uns riesig freuen, euch da zu sehen, wiederzusehen, kennenzulernen. Also scheut euch nicht und wir freuen uns auf euch. Und lasst uns ein paar schöne Tage zusammen haben. Genau, so ist es. Wenn ihr noch Fragen habt, die wir an die Entwickler stellen sollen, zum Beispiel Chris Roberts oder ähnliches, dann schaut mal auf Weasons und Dozers Vlog. Das ist gestern online gekommen. Und da könnt ihr nochmal in die Kommentare eure Fragen reinstellen. Wir werden uns dann die besten raussuchen und gucken, was wir vielleicht wirklich an die Developer stellen können. Das heißt, schaut nochmal in dieses Vlog rein. Da in der Wall könnt ihr dann nochmal die Fragen posten. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir machen mit den Vorbereitungen weiter, genau. Ja, wir müssen nämlich noch ein bisschen. Was noch packen. So ist es. Und wir müssen noch den ganzen Kram, die ganze Technik zusammenpacken. Also in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr auf der Gamescom seid, wenn wir euch da sehen. Wir freuen uns natürlich selber sehr darauf hin, da hinzufahren zu können. Bleibt dran, abonniert den Channel, wenn ihr zu Star Citizen und insgesamt jetzt natürlich zur Gamescom Informationen haben wollt. Liked oder disliked die Episode und schreibt uns natürlich auch ein paar schöne Kommentare rein. Das freut uns. Ja, und wenn ihr noch Patreon-Supporter werden wollt, das wie gesagt, lohnt sich gerade ganz besonders, dann schaut doch mal auf unsere Patreon-Seite. Vielleicht findet ihr da was, was bei euch dabei ist. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Cecilia und Sawyer, wir gehen jetzt auf die Gamescom. Auf Reisen. Ja, mit deinem, also, einem 3, 2, 1 und see you on the flight. Gamescom. Flight Deck. Gamescom. Ihr wisst schon wo.